Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu Battle for Azeroth Addons und Interface. Ja, ich wurde schon darum gebeten und wurde auch schon gefragt, ob man mein neues Interface wieder herunterladen kann. Und das direkt vorab, ja, ihr könnt es herunterladen. Unten in der Beschreibung bzw. angepinnt in den Kommentaren ist der Link dafür. Und ich will euch auch gleich zeigen, wie ihr das dann installiert. Ich habe diesmal eine sehr, sehr simple und einfache Lösung gefunden, wie ihr das auch problemlos bekommen könnt, also oder installieren könnt bei euch. Aber bevor wir das machen, ein paar kleine Worte zu dem Interface, was ich jetzt habe. Ihr wisst ja, oder also die mich kennen, wissen, ich mag ein sauberes, einfaches Interface, was aber trotzdem die Schwächen des Classic-Interfaces komplett löst und einfach ein bisschen schick aussieht auch. Irgendwelchen Firlefanz, irgendwelche Leisten hier neben dem Charakter und so ein Kram mag ich überhaupt nicht. Bei meinem Interface ist quasi ab diesem Punkt hier alles, was darüber hinaus ist, ist komplett freie Sicht. Komplett. Gut, die Quests habt ihr hier noch rechts, ihr könnt aber klein und groß machen, ne? Könnt ihr an- und ausblenden. Und dann halt noch das Raid-Frame. Da nutze ich das Standard-Blizzard-Interface, weil mir das am besten gefällt und auch keine Bugs verursacht. Aber ansonsten habt ihr echt komplett freie Sicht. Ja. Ansonsten, ich habe einige Dinge geändert. Ich habe ganz viele Addons bei mir rausgeschmissen, weil ich viele Dinge jetzt über 11 UI löse, weil mir das besser gefällt, beziehungsweise genauso gut gefällt und einfach Addons spart. So, kleiner Hinweis noch an der Stelle, das Titan-Panel, was hier ganz oben an der oberen Leiste ist, das geht aktuell noch nicht wegen den Entwicklern, die haben das noch nicht geupdatet, leider. Sollte aber hoffentlich auch bald der Fall sein. Deswegen bitte ich diese leere Leiste hier oben einfach mal zu entschuldigen. Das ist dann das Titan-Panel, ne? Also es ist schon eingerichtet, es geht nur aktuell halt nicht. Naja. So, was kann mein Interface oder wie sieht's aus? Also ihr seht ja im Prinzip schon grob, ne? So sieht's aus. Links der Chat, rechts das Damage-Meter oder Skada oder Heal-Meter, wie auch immer ihr es nennt. Dann haben wir hier rechts den Garnisons-Button in dem Fall oder eben auch die Fähigkeit von eurem Begleiter, ja, wenn ihr jetzt in einer verheerten Insel unterwegs seid, also diese ganzen Special Buttons von Begleiter oder ähnlichen sind hier und hier links haben wir, wenn es denn mal das geben sollte bei irgendwelchen Raid- oder Dungeon-Bossen, den Boss-Button. Sieht genauso aus wie das Ding, ist halt nur auf der linken Seite. So, da kann man es auch immer schön anklicken. Wir haben die Map über 11 UI in viereckig, schön groß, mit Zoom per Mausrad, kann man hier auch wunderbar reingehen. Wir haben die normale Mini, also die normale Map halt, ne, die kleine Map und auch natürlich die große, ganz Standard, aber eben über 11 UI. Koordinaten sind auch dabei, aber die gehen gerade noch nicht, das liegt am Titan-Panel, ist aber nicht so schlimm. Auf jeden Fall, wir haben, ja, den Chat, wie gesagt, hier unten links. Mit so einem feinen Hintergrund von 11 Uhr, damit das hier symmetrisch ist zum SCADA. Das Raid-Frame kann ich euch gerade jetzt nicht zeigen. Ich zeige euch aber die Standardkonfiguration, die ich da habe. Und das könnt ihr euch einfach so kopieren. Ne? Das sieht dann im Prinzip genauso aus wie Shadow Unit Frames. Einfach nur ein sauberes, schönes Raid-Interface ohne Probleme, was euch die Hotz und alles anzeigen kann. Ich liebe dieses Ding und ich behalte es auch. Und da gibt es kein Addon bisher, was da rankommt. So, ansonsten, wir haben den Tooltip an der Maus. Mit allen notwendigen Informationen, hier sind jetzt relativ wenige, ne, bei diesen NPCs, wenn ich jetzt mal auf mich gehe, seht ihr schon ein paar mehr, Gildennamen und so weiter. Und bei Quest-Gegnern habt ihr noch die Quest-Einblendung drin, also auch alles mit dabei. Und ja, habe ich irgendwas Wichtiges noch vergessen? Ich habe über 11 UI hier auch das alles schon aufgeräumt, kann ich euch mal kurz zeigen. So, das hier mal kurz wegschieben, da seht ihr hier, der normale sprechende Kopf, dieser Questkopf-Gedöns da, der rumbabbelt, der ist normalerweise hier unten. Den habe ich mir natürlich hier oben hingeschoben. Hier oben stört er mich nicht, da kann er rumquatschen. Dann haben wir hier Kontrollverlust-Symbol, Beutefenster hier oben, alles dabei. Und genau, wer sich gefragt hat, wo das Mikromenü eigentlich ist. Das Mikromenü ist dieses kleine Menü sozusagen, wo man Ticket erstellen kann und noch andere Sachen machen kann. Das habe ich mir ausgeblendet, ist aber per Mouse-Over einblendbar, indem man einfach mit der Maus ganz nach rechts geht. Kluck, da ist es. Schön klein, ich nutze es nicht oft, könnt ihr bei euch aber nochmal gesondert einstellen. So, und die Taschen haben wir natürlich, ich hatte früher One-Bag, habe ich geändert, weil 11 UI kann das auch und zwar noch besser. Und das sieht bei mir so aus. Ich habe das Taschenfenster komplett gekoppelt an das Damage-Meter. Das heißt, wir haben also quasi hier genau an der Kante geht der Rucksack nach oben, egal wie viele Taschen ihr habt, und erweitert sich nur quasi vertikal nach oben. Ja. So, das haben wir also auch. Und wir haben noch natürlich auch noch die
Erfahrungsleiste, beziehungsweise Rufleiste, beziehungsweise Artefaktleiste oder Azeritleiste, wie auch immer es heißt. Das ist auch über L4i gesteuert, zeige ich euch, ist hier unten. Wir haben rechts die Ruf- und die Erfahrungsleiste, weil ich gehe mal davon aus, man hat nicht beides aktiv. Ne, wenn ihr Max-Level seid, dann habt ihr eh keine Erfahrungsleiste mehr. Dann ist also rechts immer die Rufleiste und links daneben ist die Azeritleiste. Ne, dann seht ihr also immer, wie weit habt ihr es noch bis zum nächsten Level ab. Bossfenster, Arenafenster ist hier rechts angekoppelt. Und ja, ich denke, das passt alles. Die Bank ist hier links. Naja, wie es halt so ist. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir schauen uns jetzt einfach mal an. Ich zeige euch jetzt, wie ihr dieses Addon-Package und die Einstellung dafür sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach bei euch installieren könnt und Spaß haben könnt damit, wenn euch denn das Interface gefällt. Deswegen würde ich sagen, kurzer Cut und bis gleich. So, willkommen auf meinem wunderschönen Desktop mit dem feinen Overwatch-Hintergrund. Ah, ist der schön, ich liebe diesen Overwatch-Hintergrund. Okay, also, ihr ladet euch diese ZIP-Datei von mir runter und entpackt die irgendwo hin, in euren Download-Ordner oder was weiß ich wohin. Und dann bekommt ihr im Prinzip das hier. Dieses Fenster bekommt ihr dann komplett, ne? So, und dann macht ihr euch nebenbei euer WoW-Verzeichnis auf. Ich habe jetzt hier das PTR-Verzeichnis, weil ich habe halt nur mein normales WoW-Verzeichnis. Aber das sollte uns reichen als, ja, als Beispiel. Also, ich habe euch hier eine README reingepackt. Die macht ihr euch bitte auf und befolgt die Schritte möglichst genau. Das ist wichtig, dass hier nichts falsch läuft. So, warte mal, ich schiebe das mal so ein bisschen ordentlich hier. So. Also, Punkt Nummer 1. Schneide deine originalen Interface- und WTF-Ordner aus und speichere sie an einer beliebigen Stelle außerhalb des WoW-Verzeichnisses. So, das heißt, der Ordner Interface und der Ordner WTF beide markieren, ausschneiden mit strgx. Ich packe mir das einfach fix auf den Desktop. Dauert einen kleinen Moment. Die braucht man nämlich nicht, aber ihr sollt es auch nicht einfach löschen oder überschreiben, weil das ist ja euer Backup. Also wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit meinem Interface oder sagt, ach nee, ich will es doch nicht haben, ist doch scheiße, dann könnt ihr euch das einfach wieder zurücktauschen, indem ihr euer altes wieder in den WoW-Ordner schiebt und mein neues sozusagen löscht. Ja? So, haben wir gemacht. Dann sollen wir als zweites den Interface- und WTF-Ordner, den habt ihr von mir hier, in das WoW-Verzeichnis reinkopieren und alle Addons, falls notwendig, updaten. Das kann ich jetzt nicht, weil die sind in dem Moment, wo ich das Video mache, aktuell, aber ihr solltet dann auf jeden Fall diesen Twitch-Client starten und auf jeden Fall alle Addons einmal aktualisieren lassen. So, also die beiden hier, strgc für kopieren und strgv für einfügen, dauert auch einen kleinen Moment und dann habt ihr im Prinzip schon die Hälfte geschafft. So. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wobei eigentlich nicht wirklich. Wir sollen jetzt hier in den WTF-Ordner reingehen und die Namen der Unterordner entsprechend verändern. Was heißt das? Ganz einfach. WTF. Account. Accountname. Da müsst ihr jetzt euren Accountnamen reinschreiben, den ihr halt habt. Ne? Dann haben wir Servername. Müsst ihr euren Servernamen reinschreiben. Und den Charakternamen. Dann schreibt ihr euren Charakternamen rein. Wie ihr dann später mehrere Charaktere einstellt, das kommt am Ende. Das machen wir jetzt noch nicht. Also wirklich erstmal nur, nehmt euren Main-Char erstmal und macht das damit. Also Main-Charaktername hier und dann Servername und so weiter. Das mache ich jetzt auch mal ganz fix. Das will ich euch jetzt hier ersparen. Das dauert nämlich ein bisschen, dieses Hinhergeschreibe. Deswegen mache ich einen kurzen Cut. Bis gleich. So, das war's. Also, wir haben es, ich habe es hier umbenannt, ne? Wir haben es hier Accountname, das ist halt PTR-Gedöns hier, dann den Account-Server quasi, Brill und den Charakternamen. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie das alles heißt, ihr habt ja euren originalen WTF-Ordner noch hier auf dem Desktop oder wo auch immer ihr das hingespeichert habt, einfach dort raus dann kopieren, ne? Also nicht den Ordner kopieren, sondern nur den Namen, ganz wichtig, nicht den Ordner kopieren. So. Okay, haben wir gemacht. Was sagt uns die README als nächstes? Starte World of Warcraft und klicke alle Meldungen erst einmal weg. Okay, das starte ich. Wie gesagt, ich starte jetzt den PTR. Und da werdet ihr gleich sehen, was dann Tolles passiert. Mal kurz mal hier die Musik ausmachen, die ich im Hintergrund habe laufen lassen. So. Aber wir haben jetzt wieder Game-Musik. So, ich nehme es hier als Beispiel Charakter Luzi Sami und starte mal. Dam, 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 dam. Und in dem Textdokument stand dann noch drin, genau, klicke alle Meldungen erst einmal weg. Also ihr bekommt jetzt diverse Meldungen von den Addons. Richte mich ein, stell mich um, bla bla bla, alles wegklicken. Braucht man nicht, habe ich alles schon vorbereitet, nur die Addons wissen davon noch nicht. Die sind nämlich nicht ganz so schlau wie wir. So, da habt ihr es. Also L4i schreit hier schon mal weg.
Das hier kann auch weg. Hier oben die Warnung deaktivieren und schwören, dass ihr auf keinen Fall das Forum flamet. Bitte flamet kein Forum. So, was ist das hier für ein Scheiß? Ach, dieses dumme Standardgedöns von WoW. Egal, soll uns mal jetzt nicht stören. Also, wir haben alle Meldungen weggeklickt, erfolgreich. Was kommt als nächstes? Jetzt sagt Punkt Nummer 5, importiere im Spiel die LVI-Config-Strings als Text, in Klammern Reihenfolge beachten. Der klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht. Wir müssen nur eines tun, wir müssen in den Ordner gehen, den ihr euch runtergeladen habt von mir. Und da habt ihr jetzt, warte mal, ich muss mal ganz kurz, ja, da habt ihr jetzt hier LVI drin. Da geht er rein und da habt ihr nochmal eine README, da habt ihr hier nämlich erklärt, wie ihr das macht. Da steht hier einfach Escape, LVI, Profile, importieren. So, zeige ich euch aber, kein Problem. Wir kopieren es aber erstmal hier in String. Wir haben zwei Stück. Als zweites importieren und zuerst importieren. Also, nehmen wir erstmal den, klicken rein, strga, dann haben wir alles markiert, strgc, dann haben wir alles in Zwischenspeicher, können wir dann wieder schließen hier. Und jetzt gehen wir hier rein, wie in der Vorlage beschrieben, auf Escape, 11 UI, unten links auf Profile und dann importiere Profil. Das klatscht diesen ganzen Textkram einfach hier rein, dann seht ihr hier schon importiere Profil, Profilname knebel.de, genau, und importieren. Kleinen Moment warten, der muss ich jetzt angleichen. So, das war's schon, oder? Ja. Dann könnt ihr das Fenster nämlich schließen und ihr seht schon, es sieht schon mal ganz anders aus. Viel, viel hübscher eigentlich und aufgeräumter. Das ist aber nur die Hälfte. Die andere Hälfte war ja, halt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier haben. Den zweiten Punkt auch noch importieren, ne? Also hier auch strga, alles kopieren, schließen und dann hier rein importieren. Einfach draufkloppen, zack. Und annehmen. Dupdi-dupdi-du, lalalala. So, das war's eigentlich mit LVI im Großen und Ganzen. Jetzt schauen wir nochmal in die Liste rein, haben wir also jetzt auch gemacht. Jetzt sollen wir als Punkt Nummer 6 die Größe des Interfaces auf den drittkleinsten Punkt stellen. Was heißt das? Ganz einfach, im Spiel Escape, System, erweitert und dann, der Haken müsste schon gesetzt sein, den drittkleinsten Punkt, also quasi, das ist der erstkleinste. Der zweitkleinste, drittkleinste, ne? Das springt hier immer so in so einzelnen Abschnitten. Also einfach nur 1, also 1, 2, 3. So, und dann macht ihr hier einfach okay. Denn das Interface ist auf diese Größe eingestellt von mir. Wenn ihr es kleiner haben wollt, müsst ihr es dann leider manuell euch entsprechend nochmal umstellen. So, jetzt habt ihr es quasi ganz normal wie bei mir. Irgendwas will LVI, ich sag mal, annehmen. Lädt er kurz nochmal neu. Und dann ist das auch schon fertig, sozusagen. Ne? Sieht doch schon mal ganz nice aus. Was fehlt jetzt noch? Jetzt kommt Punkt 7. Lade gegebenenfalls aus allen Addons immer das knebel.de-Profil. Bei Pred musst du das knebel-bfa-Profil laden, bei Skada nur das Profil Standard behalten bzw. laden. Okay, was heißt das? Ihr drückt mal auf Escape, geht auf Interface, auf Addons. Dann habt ihr hier zum Beispiel das Titan-Panel, was jetzt gerade nicht geht, aber nur mal so beispielhaft, Profile, und dann würdet ihr jetzt hier knebel.de auswählen. Bei Skada, konfigurieren, Profile, Standard, können wir lassen, das müsste auch so voreingestellt sein. Dann haben wir Quester, das hat glaube ich gar kein Profil. Quarz, da können wir jetzt das Profil wechseln. Profiles, geben wir hier auf knebel.de. Bei Pred, da wurde gesagt, wir sollen bitte das Profil Knebel BFA laden. Also auch hier, zack, Knebel BFA. So, und ansonsten, das war's eigentlich. Achso, Shadow Unit Frames. Das sieht schon richtig aus. Ich mach's trotzdem mal. Slash SUF. Müsste da eingeben, Profile und dann hier knebel.de. Na doch, hat sich noch ein bisschen verrückt. Aber ist es auch nicht so schlimm. Könnte auch so lassen, wie es war. So, das ist das und nun kommt Punkt Nummer 8. Jetzt haben wir nämlich hier, ihr seht, hier ist noch was falsch, hier stimmt irgendwas noch nicht, hier auf der linken Seite. Wollen wir auch noch fix lösen. Wir sollen jetzt erstmal WoW beenden und dann kommt die Sache mit dem Chat Cache. Zeige ich euch aber. So, Spiel verlassen und bitte wartet hier auf jeden Fall diese 20 Sekunden ab, damit, also es kann halt sonst passieren, dass diverse Einstellungen, die ihr gemacht habt, nicht übernommen werden. Das ist so ein bisschen Glückssache manchmal. Einfach die 20 Sekunden warten, das ist dann die sichere Variante.
So, dumm, die dumm, die dumm. So, also, dann können wir hier in dem normalen Ordner, den ihr euch runtergeladen habt, ein bisschen zurückgehen und dann habt ihr hier die chatcache.txt. Und diese sollen wir jetzt kopieren in das Verzeichnis, also in euer Hauptverzeichnis, WTF, Account, Accountname, Servername, Charname. Also direkt quasi in den Charakterordner. Da ist auch schon eine chatcache drin und die überschreiben wir einfach. Kopieren, einfügen, Dateien zu ersetzen. Und es könnte sein, dass es hier noch eine Chat-Cache-Old, also eine Chat-Cache.old gibt. Die bitte auf jeden Fall löschen. So, und jetzt könnt ihr Folgendes tun. Jetzt könnt ihr euch diesen Ordner von eurem Charakter, der jetzt fertig bearbeitet ist, einfach kopieren und beliebig oft hier einfügen und eure ganzen Charaktere neu erstellen. Das heißt, ihr ändert einfach jetzt den Namen um in euren Charakter 2 zum Beispiel, ne? Und Charakter 3 und so weiter. Einfach nur die Account, die Charakternamen machen. So. Das gleiche könnt ihr auch mit dem Server machen. Also wenn ihr mehrere Server habt, einfach den, in dem Fall jetzt ja, ist es Brill bei mir, einfach den Ordner kopieren und dann dort die Charakternamen einfach reinkloppen. Dann ist das bei allen Charakteren von vornherein richtig eingestellt. So. Gut, das war's. Jetzt können wir, jetzt haben wir WoW erneut starten, machen wir gleich. Und falls notwendig, können wir noch weitere Interface-Addons und so weiter beliebig ergänzen. So, wir starten jetzt einfach nochmal den PTR und gucken mal, wie es jetzt fertig aussieht. Es müsste jetzt alles korrekt eingestellt sein und keine Probleme mehr machen. Kann sein, wenn ihr noch mehr Charaktere habt, dass ihr diese 11 UI, diesen String, bei jedem einzelnen laden müsst. Das weiß ich nicht genau. Bei mir hat es funktioniert. Aber die Strings, die machen manchmal Probleme. Wenn das so ist, einfach halt dann mehrmals dort reinkopieren. Das ist ja nicht so schlimm, das geht ja schnell. Aber es müsste eigentlich auch direkt laden. Ja? Beziehungsweise ihr könnt dann hier Escape drücken, bei eurem anderen Charakter 11 UI öffnen, Profile gehen und dann könnt ihr hier normalerweise das Knebel.de-Profil direkt laden mit allem drum und dran. Das müsste eigentlich funktionieren. So. Und wir sehen, es ist alles fertig eingestellt, komplett. Wir haben jetzt die Questverfolgung hier jetzt irgendwie deaktiviert, macht aber nichts, verfolgen. Und dann habt ihr auch das Questfenster hier. Wir haben den Tooltip an der Maus, ne? Alles da. Und der Chat ist es ordentlich. Chatfenster ist hier unten drunter, lalalala. Ne? Also das klappt auch alles wunderbar. Und eine kurze Sache noch, und zwar, wenn ihr mal auf Escape drückt, Interface, Add-ons und Advanced Interface Options anklickt, da könnt ihr zunächst mal die Kameraanfernung auf Maximum schrauben und ihr könnt auf schwebender Kampftext eure Damage-Zahlen ganz groß machen. So, okay. Und dann sieht das nämlich ordentlich aus. Das ist nämlich nicht nativ von mir jetzt drin, das habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Aber das geht ja schnell. So, zack, fette Damage-Zahlen, yeah! Fette EP-Zahlen auch noch. Huhu. Wer es mag und wer es nicht mag, könnt ihr euch ja einstellen, wie ihr lustig seid. So, Job done. Ja, Freunde, das war's. Mehr ist es nicht. Gebt mir doch mal Feedback zu dem Interface, ob es euch denn gut gefällt. Und ob ihr, also, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Probleme habt beim Installieren, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht kann ich euch nochmal helfen oder Hinweise geben. Aber es sollte eigentlich alles am Schnürchen laufen. Ich denke schon. Gut, okay, also dann vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit Battle for Azeroth, viel Spaß mit dem Interface, ihr könnt es ja jetzt noch, bis das Addon rauskommt, ordentlich noch einrichten, wenn irgendwas noch fehlt und so weiter, macht das auf jeden Fall, denn dann habt das schön sauber und ordentlich aufgeräumt im nächsten Addon und könnt voll durchstarten. Deswegen, bis dahin und ciao.